Reihenfolge in der 125er Schülerklasse ist amtierend. Wir gratulieren. Es geht vorwärts mit dem Schülersport in Deutschland. Unser Prinzip vom Ozean, drei Mal es gibt Gas, Wieb, Gas, Wieb, Feuer! Der Portal ist nicht überreicht von Erik Schöllmann. Alles Gute und ein Urkundel auch mit dazu. Und dann, ja, dann habe ich ein kleines tränendes Auge, muss ich sagen. Die Startnummer 5, die Stefanie Rothuber, wird am heutigen Nachmittag ihr letztes Rennen beschreiten. Dein Jenny, stehst du mal auf. Alex, immer über 10 Jahre lang war sie dem Sport treu, hat viele Punkte gefahren. In allen Klassen, hat ganz klein angefangen. Ja, jetzt hat sie ein Alter erreicht, wird eine junge Dame. Und liebe Steffi, wir wünschen dir auf deinem weiteren Lebensweg alles, alles Gute. Bleib im Sport treu, ich habe gesagt, wir hatten eine wunderschöne Zeit zusammen. Alles Gute, Stefanie Rothuber. Und auf Sie willkommen. Und Erik Schöllmann. Das Boot vom AMC Hauptstädte. Machen wir noch schnell ein Bildchen raus. Danke. Rien, komm. Unser Maskottchen. So, und jetzt geht es zurück ins Fahrerlager. Ja, da fährt doch ein paar große Kleinigkeiten. Das gehört dazu. Ja. Also, Abflug, alles Gute, toi, toi, toi. Im Namen von Andreas, Abflug und Papo und auch im Namen von Menschen Deutschen für die Unterstützung des ADAC. Das ist echte Nachwuchsarbeit, die hier betrieben wird. Und in der 500er Klasse die Helfer Bravatz mit der Startnummer 10, Marcel-Helfer und die Helfer Dennis-Helfer. Und die zwei Mannschaften, die es hier
das Team des MSC Olten momentan in der Tabelle ganz knapp auf Platz 3 mit 97 Punkten. Was hoch, was ein. Der Luca Meier hat wieder Probleme. Das ist Konstantin Grobauer aus Pfaffenhofen. Und hinter ihm Markus Reiner mit dem Rothelm, ebenfalls Pfaffenhofen. Schülerklasse A.
Und Niklas Denner ganz, ganz schlecht gestartet hat. Jetzt noch eine Runde. Nur von 5,6. Und in der letzten Runde kommt die 1, Luca Meier. Jetzt schon auf Platz 2. Go, 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 aber 2 Ultima in Führung. Und Luca Meier geht vorbei in der letzten Kurve. Thank you.
In der Tat sind wir doch heute auf Platz 3 der MS Zoll mit 35 Punkten. Mit seinen Fahrern Lukas Meyer, Richard Sachmann, Stefan Schierzer, Daniel Schiller, Philipp Hintermann, Martin Eisling, Rechtbacher und Martin Spät. Und danke an Raimund Böhm, den Betreuer. Auf Platz 2 in der Tage sehr gut, am heutigen Nachmittag Platz 7. Aus Pfaffenhofen mit 37 Punkten und Wolkenfahrer Markus Seiner, Konstantin Grunbauer, Kutzow, Hannes Grunbauer, Daniel Merz, Franz Zinkhofer und Christoph Semmel. Und danke sage ich an die beiden Betreuer, an Adolf Semmel und Gerhard Greil. Und jetzt geht es zum Sieger, zum Adelast, und da gibt es natürlich die Adias-Zieferfahre. Der Adelast gewinnt am heutigen Nachmittag das letzte Rennen. Und den Bayern Cup. Der Betreuer heißt Ihrer Park Junior und seine Fahrer, die er mitgebracht hat, die siegreichen Fahrer, hier sind Spiller, Sandro Wassermann, Michael Hertel, Josef Niebauer, Christoph Wittelhoff von Marcel Helfer und Dennis Helfer. Wir gratulieren dem AG Landshut zum Tagessieg. Alle vier Mannschaften, die unten sitzen, weiterhin der Nachwuchs in Südbayern, dass sie da weiterhin vorwärts sind. Dankeschön im Namen aller Mannschaften an den ADAC Dauer Südbayern. Ich darf mich auch recht herzlich bedanken bei den Schiedsrichter Herrn Oberhöfer. Ja, Schlussbild mit allen vier Mannschaften. Und jetzt sind auch jetzt Leitwerkung in der Endwerkung. Was ein gleiches Sinn. Nur der vierte platziert ist, kurz leider runter vom Treffer. Die Olden jetzt gelandet auf Platz 3 mit insgesamt 132 Punkten. Überreicht wird der Pokal an den MS Olden persönlich von Herrn Ralf Helcher, Gruppenreferenten vom ADAC Dauer Südbayern. Also Olden auf Platz 3 mit insgesamt 132 Punkten. Hauptfest hat übrigens 96. Platz 3 für den MSC Olten. Wir dürfen ruhig mal applaudieren, jawohl. Platz 2 gewinnt der MSC Marfon. Ah, es sind noch Medaillen, jawohl. Medaillen gibt es noch für diesen Fahrer. Also echte Nachwuchsarbeit, die hier geleistet wird von den einzelnen Clubs mit finanzieller Unterstützung vom ADAC Dauer Südbayern. Und jeder kriegt eine Medaille, jawohl. Auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Das Team von MSC Pfaffenhofen mit insgesamt 139 Punkten. Platz 2 der Gesamtwertung bei ADAC Bayern Cup. Mit ihrem Betreuer Gerhard Greil und Adolf Kreml. Wir gratulieren dem
Zeitplatz. Und auch wir gewinnen Ehrenrundmedaillen an den Bayern Cup 2008. Und auch hier gibt es Erinnerungsmedaillen, sowohl für die Betreuer hier im Kampf Junior als auch für alle Fahrer. Pünktlich um 8 Uhr standen drei LKWs aus dem Saarland mit insgesamt 90 Tonnen Sand vor dem Stadiontor. Die Bahn stand zwar noch etwas unter Wasser, aber die Fahrer haben nach Anweisung unseres Rennleiters Raimund Schön den Sand wunderbar gleichmäßig verteilt.
Unser routinierter Kräterfahrer verteilte den Sand so gut, wie es bei diesen Bodenverhältnissen möglich war. Wie man hier sieht. Die beiden Chefs, Uli und Raimund, bei der Inspektion. Ich hab sie mir. Da hinten, da rüber. Da! Jetzt sind sie da! Wo ist es gegangen? Jetzt machen wir das. Wenn ich erst mal rüber zum Baum habe, dann wird es fallen. Wenn ich schön alles rüber kann, dann wird es so. Probieren? Ja, ich darf nicht. Bitte.
Ich geh weiter hinter, weil ich bei mir bin. Flutschke, Watschke. Das sind die Proben vom letzten Mal vom Rennen. Also auf unseren Baum, erst einmal auf unseren Spender, auf die Erbauer. Aber der MSCO. Drei Fahrer, gib Gas! Gib Gas! Beweis, der Schürf ist. Wo
Schöner. Die Kreppo für Streifen. Wir waren der Meinung, die Vorstandschaft, dass man auch das feiern muss, weil es ist ja auch eine historische Sache. Der Motorsportclub hat da wieder ein festes Gebäude gebaut und sind ja immerhin Freunde da, die vor über 30 Jahren dabei waren, das erste Gebäude gebaut haben und jetzt bauen wir das Nachfolgegebäude und es hält bestimmt länger als das erste Gebäude. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass unser Ehrenvorsitzender heute wieder bei uns ist und unser Ehrenmitglied. Ihr dürft so jetzt sitzen bleiben. Und der Helmut hat ja seine Frau mitgebracht, die Traudl. Traudl, wir freuen uns, dass du auch wieder zu uns gekommen bist. Hierbei möchte ich mich gleich beim Helmut bedanken. Der Helmut hat 50 Liter Bier für die heutige Feier hier ausgelassen. Bravo! Ja, neben dem Helmut sitzt mein Bruder, der gleichzeitig hier unser Haus- und Hofarchitekt ist. Er hat mit seiner Tochter hier die Planung kostenlos gemacht, wie sie das so gehört, als altes Clubmitglied. Und außerdem ist er auch noch im ADAC-Vorstandsbeirat dabei, im Finanzausschuss. Und da hat er schon den richtigen Hebel in Bewegung gesetzt. Weil ich muss also sagen, kann ich nur erfreuliche Mitteilung machen, nachdem wir ja schon 25.000 Mark vom ADAC mir nichts, dir nichts bekommen haben, haben wir jetzt nochmal 12.500 Mark Zuschlag gekriegt vom großen ADAC. Ganz
besonderer Dank gilt natürlich auch unserem heutigen Koch, Herrn Rindhans. Der Hans, der hat gesagt, wenn sie Richt wird feiert, dann soll ich es essen. Und dann hat er gesagt, du darfst das nicht bloß zahlen, du musst das auch machen. Oh ja! Alles danke! Dann Biersponsoren, habe ich ja schon gesagt, der Helmut hat eine 50-Liter-Fassel gestiftet und außerdem hat der Blasthainz auch nochmal eine 50-Liter-Fassel rüberkommen lassen. Also so, dass wir uns halt kräftig bedienen können hier am Zapfhahn. Von den zwei netten Damen hier, unsere zwei Kassiererinnen. Das fällt ihnen natürlich halt besonders schwer, weil sie nichts einnehmen können und uns ausschenken und nichts einnehmen. Dann, aber sie lachen, ich weiß auch nicht warum. Haben sie Trinkgeld gehört? Oder ich kann sein. Ich habe gesagt, er hat es gleich in der Tasche gesagt. Wir haben rund 900 Stunden besetzt am Bauwerk. Und die meisten Stunden, die hat unser zweiter Vorstand, der Albert, die dürften also jetzt inzwischen an die 150 liegen. Und wenn der Albert nicht so viel Eigeninitiative aufgebracht hätte, dann waren wir noch lange nicht so weit. Und an Albert muss ich einfach da ein riesen Dankeschön sagen. Und wir bewundern dich. Ich tue das auch. Und natürlich sind die Christa, jetzt wird das Gesicht nicht mehr so freundlich. Sie hat halt, es muss viel entbehren, aber der Albert ist halt so ein Typ. Wenn er sich was vorgenommen hat, dann führt er das halt zu Ende und wenn er was verspricht, dann hält er das auch.
was, weißt du, wenn die letzten hier lieferbar waren. Jetzt hast du gar keine Muffen mehr da. Muffen, ja, aber keine Schiebemuffen, da brauchen wir Schiebemuffen. Also jetzt müssen wir alles raushauen. Das ist schon ärgerlich, was denn?